auf dem jüdischen Friedhof in Eisenstadt liegen über 1000 Grabsteine. In einem einzigartigen Projekt hatte sich Johannes Reis zur Aufgabe gemacht, fast alle der 1082 Gedenksteine zu dokumentieren. Es wusste nicht einmal jemand, wie viele Gräber es überhaupt noch gibt, weil es sind 100 Jahre vergangen, es war der Holocaust dazwischen und vor allem wusste man eben nicht, wo welches Grab ist und wer wem welches Grab gehört. Und genau das war das Ziel unseres Projekts, das festzustellen. Jetzt sind wir vor dem ältesten jüdischen Grabstein im Burgenland aus dem Jahr 1679. Wir sehen auf dem Grabstein das Symbol des Kruges. Krug oder Krug und Becken ist immer das Zeichen, das Symbol, dass es sich um einen Leviten handelt, also um einen Angehörigen des Stammes Levi. Und das wird meistens auf Grabsteinen eben mit Krug und Becken symbolisiert. Wir haben auf dem ganzen Friedhof praktisch nur Einzelbelegungen und 20 Gräber, in denen zwei Personen begraben sind. Dabei handelt es sich meistens um sehr nahe Verwandte, um die Eltern, also oder um ein Ehepaar. Hier sind wir vor dem wohl bedeutendsten Grab, nicht nur dieses Eisenstädter Friedhofes, sondern einem der bedeutendsten und berühmtesten Gräber aller jüdischen Gräber in ganz Österreich. Es ist der erste Rabbiner der Stadt, der im Jahr 1744, im Frühsommer 1744 verstirbt, hier begraben wurde. Und er war der Erste, der auch posthum den Namen seiner Stadt erhielt, nämlich Eisenstadt. Also er geht in die Geschichte als Meir Eisenstadt ein. Und die Eisenstadts auf aller Welt, der Name ist ein weit verbreiteter, berufen sich alle auf ihn als ihren Ahnherrn und besuchen sehr häufig auch sein Grab. Und dass dieses Grab Pilgerstätte von Hunderten von Juden, wenn nicht Tausenden pro Jahr ist, sieht man ja schon alleine an den vielen Steinen, die auf dem Grabstein liegen. Die Steine werden draufgelegt als Symbol dafür, dass böse Dämonen nicht in das Grab hinein sollen und auch nicht heraus können. Und in der Praxis legt man einfach einen Stein auf das besuchte Grab, um zu sagen, ich war da. Hier haben wir ein Beispiel, und das ist ein schönes Beispiel einer alten hebräischen Nummer. Die sind offenbar schon im 18. Jahrhundert eingraviert worden. Und ja, ich sage immer, das war halt noch Qualitätsarbeit damals. Also gerade bei den alten Steinen, wenn sie sich gut erhalten haben, sieht man auch diese hebräischen Nummern noch sehr gut und sind gut lesbar, weil sie tief und stabil eingraviert sind. Dann im 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert, sind das oft so flache Gravuren, die dann verschwinden, du verwittern und wir können die Nummern nicht mehr auslesen. Bei deiner Recherche hast du ja auch wahrscheinlich einiges erfahren über die Familien und hast du dann einen persönlichen Bezug auch bekommen? Wenn dann der Vater begraben ist, die Mutter und ringsum finden sich dann noch drei kleinere Grabsteine, nämlich die Grabsteine der Kinder, die im Kindesalter oder unmittelbar nach der Geburt gestorben sind. Und man liest auf den Inschriften das Wehklagen der Eltern, dann berührt das schon. Was wäre, wenn wir nicht wissen würden, wo die letzte Ruhestätte unserer Familie liegt? Wenn wir keinen Ort hätten, um zu trauern?